Shalom Aleichem, wir stehen jetzt kurz vor Chanukka. Chanukka ist ein Feiertag, nicht von der schriftlichen Tora, sondern von der mündlichen Tora. In die Tora haben wir die bekannten Feiertage Rosh Hashanah, Yom Kippur, Pesach, Shavuot, Sukkot. Und unsere Chachamim, unsere Weisen, haben zugefügt noch zwei rabbinische, halachische, mündliche Lehren, noch zwei Feiertage, Chanukka und Purim. Und wir werden heute lernen über Chanukka, aber wir werden lernen über Chanukka von einer anderen Perspektive, was man lernt normalerweise, um die Idee von Chanukka besser zu verstehen. Also, Shalom. Bitte Tür zuschließen, sei so. Danke, danke schön. Also wir haben begonnen, dass Chanukka, es ist nicht ein Feiertag von Torah, es ist nicht von der schriftlichen Lehre, sondern das ist von der mündlichen Lehre. Ja, also es ist ein Feiertag, was unsere Chachamim haben zugefügt dazu. Es war in die Zeit vom zweiten Bet HaMikdash, vom zweiten Tempel, 164 vor unserer weltlichen Zeit. Also wir sind jetzt 2020. Vor 2020 mach 164 Jahre vorher. Also vor die Zeit Rechnung von dem weltlichen, goischen, gregoraischen Kalender. Ja? Also es war die Herrschaft von den Jevanim in Eretz Israel, in Land Israel. Kam ein böser König, sein Name war Antiochus. Und Antiochus wollte die Tora vergessen machen von den Juden. Der hat drei Befehle gemacht gegen die Juden. Was waren die drei Befehle gegen die Juden? Was hat ihm gestört am meisten, was die Juden machen? Sie dürfen nicht Tora lernen, steht nicht geschrieben. Die Romaim haben nicht erlaubt, Tora zu lernen. Was hat ihm gestört? Drei Sachen wollte er nicht, dass die Juden machen. Chodesh, Kalender, er wollte nicht die jüdische Kalender, soll man weiterführen. Er wollte nicht, dass die Schabbat einhalten. Und er wollte nicht, dass die Brit Mila, Beschneidung, weitermachen. Die drei Sachen haben ihm gestört. Weil Brit Mila verstärkt unseren jüdischen Körper, symbolisiert. Schabbat, es ist die Identität von der Familie. Und Feiertage, Kalender, es ist die Identität von unserem jüdischen Volk. Okay. Er wollte die Juden zwingen, zu nehmen die griechische Kultur. Und deshalb hat er nicht erlaubt, dass sie beschäftigen mit die Tora und machen die Mitzvot. Und nicht nur das, die Bösen sind gekommen zu Bet HaMikdash und sie haben entweiht dem Altar. Weißt ihr, dem Altar in Bet HaMikdash, es ist so heilig, sie haben das entweiht und ganzen Öl, die waren koscher, Lemehadrin, sie waren super extra koscher, sie waren besiegelt mit einem Stempel von dem Kohen Gadol. Und sie haben das alles kaputt gemacht. Und die Juden wussten nicht, was zu tun. Dann ist gekommen Matityahu, Kohen Gadol, Ben Yochanan, Kohen Gadol mit seinen fünf Söhnen. Sie waren wenig und sie haben gekämpft gegen die Jevanim und sie haben befreit Eretz Israel. Also zuerst, der erste Wunder von Chanukka war der Gewinn im Krieg, wenigen gegen viele. Aber jetzt kommt die wichtigste Wunder von Chanukka. Wenn die Chashmonaim sind gekommen zu Bet HaMikdash und sie wollten zünden die Menorah Tehorah, die reine Menorah,
Was haben sie gesucht? Shemen Tahor, ein reines Olivenöl. Und sie haben nicht gefunden. Sie haben nicht gefunden. Gesucht und gesucht und gesucht. Und was war zum Schluss? Was war zum Schluss? Haben sie gefunden? Pach Katan, nur ein kleiner Krug Öl, der war noch besiegelt mit dem Stempel von dem Kohen Gadol. Und das war schon der erste Wunder. Das war schon der größte Wunder. Und bis hat man gemacht neue Olivenöl. Es ist schon 8 Tage vorbei. Und das kleine Krug Öl soll normalerweise nur passen für einen Tag, hat gereicht für 8 Tage lang. Deshalb, wegen diesem Ness, was ist Ness? Wunder. Wegen diesem Wunder, es ist ein Mitzwa, im ganzen jüdisches Haus zu zünden, Nerot Chanukka. Nerot Chanukka, Chanukka-Kerzen zu zünden, ist eine Mitzwa für Männer und für Frauen. Nicht nur für Männer. Also auch Frauen sind verpflichtet, Chanukka-Kerzen zu zünden jeden Abend. Also viele wissen das nicht. Also ich wiederhole, Chanukka-Kerzen ist für wem? Für Männer und Frauen. Jeder muss die Kerzen zünden. Natürlich, wenn der Papa macht das, dann alle sind Joize in die Familie. Aber wenn der Papa ist nicht da, macht die Mama. Und wenn ein Mädel will auch zünden, bei sich Kerzen zünden zu Hause, natürlich ist es eine große Mitzwe. Und darüber will ich heute lernen. Chanukka steht nicht geschrieben in die Tora. Chanukka steht auch nicht geschrieben bei den Propheten. Chanukka steht auch nicht geschrieben bei den Schriften. Chanukka steht auch nicht geschrieben in die Mishnah. Mishnah ist doch die erste mündliche Lehre. Also über Purim steht geschrieben in die Mishnah. Wo steht das erste Mal über Chanukka? In unserem Kitvei Kodesh, in unserem Sifrei Kodesh, in unseren heiligen Büchern. Wo steht das erste Mal über Chanukka? Also wenn es steht geschrieben, nicht in die Tora, nicht in die Nevi'im, nicht in die Ketuvim, nicht in die Mishnah, was kommt danach? Guck mal auf dem Kalender oben. Was steht dort geschrieben? Anshei Knesset Agdola, Zugot Tanaim, Talmud. Also, wo steht das erste Mal geschrieben? In dem babylonischen Talmud. Talmud Bavli. In dem babylonischen Talmud, in Traktat Masechet Shabbat, Seite 20. Steht dort geschrieben, Tonu Rabbonon, unsere Weisen haben gelernt, und dort wird erzählt die Geschichte von Chanukka, und dort steht geschrieben, dass man muss jeden Tag eine Kerze mehr zünden. Und warum jeden Tag eine Kerze mehr? Warum nicht jeden Tag 8? Wenn die Wunder war 8 Tage lang, hat die Menorah gebrannt, warum machen wir nicht unsere Chanukia? Auch jeden Tag 8 Kerzen sollen brennen. Sagt Hillel, wegen Steigern in geistigen heiligen Sachen. Ein Mensch muss immer steigen. Er muss immer absteigen oder steigen? Geh nach oben, wie sagt man? Steigen. Und was ist absteigen? Runtergehen? Nein, steigen. Er muss steigen nach oben und jeden Tag mehr. Warum ist es so wichtig, Kerzen zu zünden jeden Tag? Das ist meine Frage an euch, jetzt zu hören. Wenn ihr wollt jemand überzeugen, warum es ist wichtig, Chanukka-Kerzen zu zünden. Welche Argumenten wird ihr nutzen, ihm zu beeinflussen, soll er Kerzen zünden? Was wirst du ihm sagen? Bitte schön. Beginn. Ja, was wirst du argumentieren, jemand zu sagen, soll er Kerzen zünden am Chanukka? Was heißt argumentieren? Argumentieren bedeutet begründen, beeinflussen.
wenn du hast einen guten Sandwich und deine Freundin ist da und du willst ihr geben die Hälfte. Was sagst du, es ist ein tolles Sandwich, ich kann nicht alles essen, nimm das, es ist gesund, es ist frisch, es ist mit frischer Tomate, es gibt saure Gurke drinnen, gute Käse, also du gibst Argumenten, um sie zu beeinflussen, soll sie essen ein halbes Sandwich. Stimmt? Also gute Sachen soll man weiterempfehlen und dem anderen beibringen, es zu machen. Meine Frage an euch, ich brauche von euch Anregungen, wie soll ich Studenten oder Kinder beeinflussen, warum es ist wichtig, Chanukka-Kerzen zu zünden. Das ist meine Frage an euch. Bitte schön. Um zu erinnern, dass es Wunder passiert. Das heißt, dein Argument ist historisch gesehen. Also um die Geschichte von der Historie weiterzubringen. Ja, das meinst du? Ja. Einverstanden mit der Definition? Also ihre Meinung ist, sie wird sagen, muss man die Geschichte weiter vermitteln. Wir müssen uns selbst und unsere Kinder zeigen, was war. Shasani Simla Avoteinu, das er hat gemacht, Wunder unsere Vorfahren. Bei Amimahem Basmanase, auch heute machen wir weiter und er macht uns auch Wunder. Also ihr Argument, warum Chanukka-Kerzen zu zünden, um die Historie, um die Geschichte nicht zu vergessen und weiter zu vermitteln an andere Dorot, an andere Generationen. Bitte schön, dein Argument. Also ich wollte gerade dasselbe sagen. Was wolltest du sagen? Dass wir uns also daran erinnern. Was ist meine Pflicht, zu erinnern an das, was passiert? Warum ist es so wichtig zu erinnern, was ist passiert? Damit man also weiß, wie es dazu kam, dass wir jetzt so sind. Also damit soll man wissen, wie es kam, dass wir jetzt so sind. Ja. Das heißt, um zu verstehen unsere Entwicklung, muss man verstehen unseren Ursprung, woher kommen wir, um zu verstehen, dass, wo wir, das heißt, du meinst, es ist wichtig, die Vergangenheit zu erinnern, um zu wissen, die Entwicklung von dem jüdischen Feld. Aber was ist du bei Chanukka-Kerzen Einfluss auf unsere Entwicklung? Siehst du irgendeine besondere Sache mit dem Chanukka-Kerzen, das zeigt dort, wo wir stehen heute? Nee. Nee. Dann überlegen wir bald zusammen. Warum zündest du Chanukka-Kerzen? Weil es eine Tradition ist. Weil es ist eine Tradition. Jetzt hast du mir sehr neugierig gemacht. Das Wort Tradition gefällt mir sehr. Aber erklär mir bitte, was bedeutet Tradition? Weil es von der Familie weitergeführt wurde. Weil es ist von Familie weitergeführt ist. Ja. Das heißt, meine Aufgabe ist, die Geschichte von meiner Familie weiterzubringen. Nein, einfach die Tradition weiterzuführen. Also die Tradition von wem? Von der Familie, was man macht am Chanukka. Also die Tradition von der Familie, was sie macht am Chanukka, weiterzubringen. Ja. Welche Tradition? Kerzen zu zünden, Chanukka-Lieder. Chanukka-Kerzen, Chanukka-Lieder. Ja. Was noch? Tradition, okay. Wir haben schon drei Erklärungen. Geschichte weiter zu erzählen, zu wissen, von wo kommen wir und wie haben wir uns entwickelt. Tradition, Tradition. Also das, ich komme noch dazu zurück, zu deinem Wort Tradition, weil das Wort Tradition ist sehr wichtig in unseren Argumenten. Und glaubst du, Tradition ist wichtig? Ja. Warum ist Tradition wichtig? Damit sie nicht vergessen. Damit soll man sie nicht vergessen. Das reicht, das ist schon ein Grund. Warum muss man sie nicht vergessen? Überleg, du bist ein kluger Mädel. Reicht etwas zu tun, damit soll man das nicht vergessen? Also du sagst, soll man nicht vergessen. Es ist nicht gut, dass man vergisst die Tradition. Ja, man muss sie weiterführen. Aber warum? Warum? Ja, damit ihre Kinder. Moment, du kommst, du kriegst mal Zeit zu reden, wie viel du willst. Du verdrehst also die Wörter, ich weiß es nicht.
Ich verdrehe nicht die Wörter, ich will nur verschärfen und verspitzen deine Äußerung. Du hast dich gut geäußert. Du hast gesagt, weiterzumachen die Tradition, von der ich spreche. Meine Frage ist, warum es ist wichtig, die Tradition weiter zu pflegen. Du sagst mir, es ist nicht wichtig, nur um nicht zu vergessen. Du hast mir noch nicht gegeben einen positiven Grund, warum muss man die Tradition weitermachen. Du hast mir nur gesagt, damit soll man nicht vergessen. Ja. Und warum soll man nicht vergessen? Was ist schlimm, wenn man vergisst? Man vergisst. Warte, du kommst bald dran. Ich weiß nicht. Du wolltest was kommentieren? Nee, also ich wollte sagen, ja, es ist halt wichtig, die Sachen zu vergessen, weil vielleicht sind da eigentlich wichtige Sachen passiert. Und auch noch zu der Geschichte, wenn man das halt nicht macht, zu der Tradition, da vergisst man auch die Geschichte, wo wir herkommen. Also du sagst, es ist alles verbunden. Du sagst, es ist Geschichte, Tradition, soll man nicht vergessen, woher man kommt. Es ist Verbundenheit. Okay, bitteschön, deine Meinung. Weil es bringt vielleicht Glück. Was bringt Glück? Wenn man macht eine gute Tat, es schenkt der Mensch positive Energie oder Gottes Segen oder ist man verbunden mit Hashems Wille. Du sagst eine sehr chassidische Gedanke, sie ist sehr interessant. Und das heißt, du sagst, jemand zündet die Kerzen, weil es wird dir gut tun. Stimmt? Also du siehst schon dran, was Positives. Also es ist ja gut, wenn einem zum Beispiel gesagt wird, ja, räum das auf, man macht es, dann bekommt man ja auch was dafür. Das ist ja sozusagen ein Geben oder ein Nehmen. Und wenn uns halt gesagt wird, ja, also von den Vorfahren, die sollen die Kerzen anzünden in Hanukkah, und wir das dann machen, dann haben wir ja selbst ein gutes Gefühl dabei. Sehr schön, also du sagst, wenn wir erfüllen das, was unsere Vorfahren gemacht, wir machen für denen was Gutes und dafür werden sie uns belohnen. Die werden auf uns stolz sein. Hörst du, was sie sagt? Sie hat gesagt, ein interessanter Gedanke. Sie hat ein bisschen erklärt, was bedeutet Tradition. Sie hat gesagt, dass in dem Moment, wenn du in deiner Familie weiter tust, das, was deine Eltern und Großeltern gemacht haben, they are proud of you. You know what is? They are proud of you? Ja. Heil yourself auf Deutsch. They are proud. Stolz. Die sind auf dir stolz. Ja? Und was das bedeutet? Be proud. Süß. Okay. Dankeschön. Ja, sie weiß. Ja, sie weiß. She's proud. Sie ist stolz. Sie ist stolz auf ihre Familie, kein Zweifel. Sorry, aber meine können fließend Englisch reden. Ja, bitteschön, du bist hier dran. Also ich finde, Kerzen zu zünden ist so eine Sache, die die Familie zusammentut. Also das bringt am Ende des Tages, in diesen 7 Tagen, bringt es am Ende des Tages die Familie zusammen, bringt es die Familie zusammen und alle zusammen zünden die Kerzen. Also du siehst Chanukkah, ein schönes familiäres Zusammentreffen. Ja, also so alle zusammen sitzen und alle zusammen zünden die Kerzen und singen alle zusammen. Es ist irgendwie ja, Familie. Ich will dir etwas bestätigen. Ich habe heute ein bisschen reingetan in meine Memories, in meine Erinnerungen. Was liebe ich am Chanukka? Nicht jetzt als Papa und als Opa und als Rabbi und als Vorbeter und als Lehrer. Als Kind. Ich war in eurer Rolle und ich wollte wissen, was hat mir damals am Chanukka Freude gehabt. Und da habe ich mir notiert, mein Vater ist früh nach Hause gekommen. Also der hat spät gearbeitet, aber am Chanukka kam er früh nach Hause und hat man Kerzen gezündet. Das hat mir Spaß gemacht am Chanukka. Zweitens, Mama hat gemacht leckere Speisen, besonders. Normalerweise hat sie nicht gerne zu Hause Fritteuse genutzt, also volles Öl, weil es macht die ganze Wohnung so dicht, fettig. Genau. Aber am Chanukka war sie
großzügig und sie hat gemacht, ja wirklich, bis heute liebe ich sehr fettige Sachen wie Latkes oder Schnitzel oder Falafel. Warum? Weil als Kind hat meine Mutter gemacht nur am Chanukka Sachen, die richtig mit Öl, ja. Und es hat mir auch gefreut zu fahren zum Opa und Oma, zu Saba und Safta. Und insbesondere zu bekommen Chanukka-Geld. Also Chanukka-Geld, was lachst du? Es hat mich als Kind Freude gemacht, Chanukka-Geld zu bekommen. Und genauso macht mir das heute Freude, Chanukka-Geld zu geben an meine Familie und so weiter. Verstanden? Also dann nehme ich dein Argument, Familie-Anlass, Familie-Upgrade, also ein bisschen Feiertag in der Woche, dicke Tag. Einverstanden? Bisschen Leben in der Woche, dicke Tag. Okay, weiter. Ja gut, ich habe das schon eigentlich davor schon erwähnt. Also ich finde, wenn man es halt jemand überzeugt wird, es zu machen, dann würde man einfach je alle diese Gründe nennen und sagen, wenn man das halt nicht macht, dann hat man weder von also keinen von diesen Gründen, der genannten Gründe erfüllt. Okay. Deshalb will ich heute mit euch etwas lernen und erklären die Sache, damit sollt ihr etwas heute anders verstehen. Es gibt zum Beispiel heute israelische Kultur. Was ist israelische Kultur? Was kommt unter dem Dach israelische Kultur? Wenn jemand will im Ausland so Kontakt und Verbindung sein zu Israel, wie zeigt er seine israelischen Kontakt. Was macht er? So, ich würde sagen, Essen und Sprache. Sprache, redet Ivrit, er lernt Ivrit, er macht die Flagge von Israel an seine Website, der isst Falafel, Hummus, tanzt, Hora, geh lernen Rikudei Am. Weißt du, was ist Rikudei Am? Volk, Tänze, israelische Tänze, Lieder. Der isst Hummus, der reist nach Israel, der liebt Israel, der spricht über Israel, der kauft Ware von Israel. Was ist so ein Mensch? Wenn ein Mensch ist von Israel begeistert, was ist er? Ein Zionist oder ein kultureller, einer, der liebt Israel. Okay? Das ist eine Kultur. Stimmt? Versteht ihr, was ich meine? Bei der israelischen Kultur, es gibt sehr schöne Sachen, aber sie ändern sich. Die Lieder von heute sind nicht die Lieder von 10 Jahren, stimmt? Die Lieder von 10 Jahren sind nicht die Lieder von 50 Jahren. Also Sachen ändern sich, auch die Tänze ändern sich. Es ist nicht dieselbe Gesang, es ist nicht dieselbe Tanz. Sachen sind noch in Bezug mit Israel, aber die sind schon ein bisschen anders. Man spürt auch in die Lieder in Israel andere Tempo, andere Rhythmus, orientalischen Rhythmus, weltlicher Rhythmus, Disco-Rhythmus. Es ist nicht mehr noch original, Natur, unsere Kultur. Es ist schon gemischt mit weltlichen Input, stimmt? Also auch das Essen. Es gibt in Israel keine Essen, die Israeli isst. Hummus und Falafel und Shawarma kommt von Lebanon, kommt von den Arabern. Gefilte Fisch und diese alle Essen kommen von den Juden aus Polen, die haben dort gegessen Knedelach und versteht ihr, was ich meine? Ja? Essen hat sich ja auch bei den Menschen, also die Menschen kamen ja auch alle aus Polen oder aus den arabischen Ländern und jetzt werden die alle in Israel geboren. Das heißt, das, was verbindet alle dort, ist dem Land, meinst du? Ja. Okay. Aber ich wollte nur ein Beispiel geben, dass es gibt israelische Kultur. Okay. Jetzt. Aber die israelische Kultur ist gut, aber sie kann sich auch ändern. Das heißt, dass Opa und Enkel haben eine andere Kultur voneinander, stimmt? Andere Lieder, andere Tänze, andere Bücher, andere Politiker, andere Handlungen, andere Sachen. Nehmen wir noch eine Kultur. Jüdisches Essenkultur. Jüdisches Essenkultur ist schon eine interessante Sache.
Zum Beispiel, alle Feiertage isst man jiddisches Kultur. Am Pesach alle essen Matzes, am Purim alle essen Omentaschen, am Shavuot alle essen Käsekuchen, am Chanukah isst man Ponchikes und Latkes, Kreppel, so Berliner und Latkes. Und das ist auch eine Kultur. Und auch so kann man die Tradition weiterbringen. Und am Schabbes isst man, was essen Juden am Freitagabend? Was ist unsere Kultur zum Essen? Challah, was noch? Trinken Wein. Trinken Wein. Was kommt noch dazu? Essen, welche Essen essen wir? Eiersalat. Eiersalat, sehr interessant. Ja. Gehackte Eier, gehackte Leber, Knederlach, Hering, sehr gut. Joch mit Lokschen oder mit also Essen ist sehr wichtig in der jüdischen Kultur. Warum? Weil Essen, es ist vermittelt von Opa, von Großopa und es kommt weiter. Okay. Gehen wir weiter zu noch einer Kultur. Es gibt eine Kultur, diese Kultur heißt Jiddisch-Kultur. Es gibt sehr viele Juden, sie haben lieb die jiddische Sprache. Sie reden miteinander Jiddisch, sie gucken Theater und Show in Jiddisch, sie lesen Literatur und kulturelle Sachen in Jiddisch und das ist sehr gut. Um nicht zu vergessen, woher wir kommen und Jiddisch soll sich weiter existieren. Stimmt? Also die Sachen sind sehr wichtig. Okay. Es gibt noch eine Kultur bei Juden. Diese Kultur ist von Musik, von Klezmer, von Singen, von Gebete. Sie kommt auch weiter von Generation zu Generation. Es gibt noch eine Kultur und diese Kultur heißt Antisemitismus. Jeden, die die ganze Zeit beschäftigen über die Antisemiten. Kennt ihr solche Leute? Die ganze Zeit reden sie, das gibt so viele Feinde in der Welt und es gibt so viele Probleme. Das ist eine Kultur. Es gibt Menschen, die kochen sich in diese Kultur. Ich treffe manchmal solche Leute, sie reden die ganze Zeit, was ist passiert in Deutschland im Zweiten Weltkrieg, und alle sind Söhne Israel und alle haben uns Feind. Kennt ihr solche Leute, die reden über die ganze... Trifft ihr manchmal solche Menschen? Was lacht ihr? Erzähl. Wir haben heute darüber geredet. Ihr habt darüber geredet? Ja. Über diesen Kultur? Nee, über Antisemitismus. Über Antisemitismus. Ja. Und es macht euch Angst? Ja. Es macht euch Angst. Aber es ist irgendwie auch ein für manche Juden, das ist das Einzige, was sie über das Judentum wissen. Sie haben nicht Religionkultur, sie haben nicht israelische Kultur, sie haben keine jiddische Kultur. Das Einzige, was sie wissen, dass die sind Juden und sie leiden davon in Uni oder in die Schule. Stimmt? Ja. Sonst wissen sie nicht, warum sie leiden. Weil sie haben keine andere Kultur. Sie leben so wie alle, aber trotzdem leiden sie, weil die Juden sind. Und jetzt will ich kommen zu dem Punkt, was ich im Prinzip sagen will. Es gibt eine wichtige Sache bei Jiden. Diese Sache wird genannt Jiddischkeit. Was ist Jiddischkeit? Jiddischkeit ist Sachen, was wird gemacht in die ganze Welt von Moshe Rabbeinu, dieselbe Sache, ohne Änderung. Ich gebe ein Beispiel. Seit Moshe Rabbeinu, alle Jiden essen Matzes. Seit Moshe Rabbeinu, alle Jiden machen sich Beschneidung. Seit Moshe Rabbeinu schreibt man dieselbe Tora-Rolle. Seit Moshe Rabbeinu haben alle Jiden dieselbe Mezuse beim Eingang vom Tür. Seit Moshe Rabbeinu haben alle Bar Mitzwa-Junge Tfilin beim Bar Mitzwa. Seit Moshe Rabbeinu haben alle Jiden dieselbe Talis. Seit Moshe Rabbeinu halten Jiden alle dieselbe Schabbes und alle dieselbe Feiertage. Und jetzt kommt Chanukka. Warum es ist so wichtig, Chanukka-Kerzen zu zünden?
Weil das ist Jiddischkeit und die jiddischen wahren Kultur. Das ist eine Sache, was alle Jiden in die ganze Welt machen, seit dem zweiten Bet HaMikdash. Das hält uns in die Diaspora und zu denken, dass wir hatten mal eine Bet HaMikdash, eine Tempel, und dieser Tempel wird noch gebaut. Deshalb, wie kann man alle Kulturen zusammenbinden? Man kann am Chanukkah die Kerzen zünden und dazu kann man singen, das ist Klezmer-Kultur. Man kann etwas auf Jiddisch lesen, Geschichte, man kann israelische Tanz machen, man kann bringen einen Sänger zur Chanukka-Feier, es ist alles gut und fein. Man kann essen jüdische Speisen, aber jetzt meine Frage ist, was ist am Chanukka die Hauptsache und was ist die Nebensache? Ist am Chanukka die Kultur die Hauptsache oder die Jiddischkeit ist die Hauptsache? Warum die Kultur ist die wichtigste? Was bindet Kultur? Die Menschen zu sich oder die Menschen zu Gott? Zu sich. Und was passiert, wenn es gibt Menschen, die treffen sich und sie haben andere Kulturen? Jeden von Marokko essen am Chanukka kein Latkes und keine Berliner. Sie essen Sfinch. Sie essen einen marokkanischen Souvenir. Die extra für Juden aus Marokko. Und am Freitagabend essen Juden von Marokko Chreime und kein gefüllter Fisch. Sie essen scharfe Fisch. Das ist Kultur. Kultur verbindet Menschen zwischen sich. Stimmt? Kultur ist eine schöne Sache. Aber Kultur kann man auch ändern. Es kann sein, dass der Opa und der Enkel haben andere Musikkultur. Stimmt? Und was verbindet der Opa und der Enkel? Es ist nicht mehr stark. Der Opa liebt diese Lieder und der Enkel liebt diese Lieder. Der Opa liebt Jiddisch und der Enkel liebt Englisch. Und dann zwischen die beiden gibt es keine Kette. Was macht Jiddischkeit? Was bringt die Jiddischkeit? Oh. Jetzt hört ihr, jetzt verbinde ich alles, was ihr habt gesagt. Chanukka-Kerzen binden Jiddischkeit zwischen alle Generationen, dass mein Vater und mein Opa und sein Opa, alle Generationen bis die Zeit von Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol, alle haben gezündet am Chanukka dieselbe Kerzen, ohne Ausnahme. Und so werden machen auch meine Kinder und Kindskinder, Bezrat Hashem, bis Moschiach wird kommen. Jiddischkeit ist unseren gesiegelten Krug, was uns zusammen belebt. Habt ihr verstanden, was habe ich gesagt? Oder nicht ganz? Was hast du verstanden? Nur wenn du magst, du musst nicht... nur wenn du magst, teilen wir, was hast du verstanden? Ja, bitte. Das Zünden der Kerzen von Generation auf Generation neu gemacht wird und das alles verbindet? Dass die Kerzen zünden von Generation zu Generation, bringt das Jiddischkeit und verbindet alle Leute. Sehr gut. Will jemand noch was fragen, was bemerken? Klar? Verstanden die diesen Aspekt? Gut.